Das ist ja eine ziemlich große Szene, wo diese ganze Weimarer Gesellschaft, wo der Goethe die alle eingeladen hat. Das war so also ein großes Fest, wo der die alle ein und wo dieser wunderbare Satz fällt: Der große Mann ist ein öffentliches Ärgernis. Das war der Satz. Und da lachen sich natürlich alle fürchterlich tot, weil das für sie genommen auf Goethe stimmt. Das sind natürlich alles Kleingeister in dieser Stadt da. An diese Szene erinnere ich mich, weil da gab es doch so einen richtig großen Krach. Also erstmal muss ich sagen, wir saßen alle da und da dauerte es besonders lange. Die Tafel war wunderbar gedeckt. Ich habe mich immer gewundert, wer steht denn da hinter mir immer? Und auf der anderen Seite stand auch immer jemand. Ich habe dann denjenigen gefragt, na ja, sagt er, wir passen auf das Geschirr auf. Ich sage, wieso? Da sagt er, das ist alles original. Also wir haben eine Tafel, die original aus dieser Zeit gedeckt war. Leider Gottes habe ich das nicht nachher im Film gesehen. Denn die sah wunderbar aus. Sehr rustikal, die Gläser alle. Es war eine wunderschöne Tafel. Und es wurde uns auch erklärt, wie man serviert. Weil Dieter Mann musste ja servieren und andere auch noch. Wie, wo, was man reicht und wie die Speisen zu essen sind. Die Kartoffeln also sind alle alleine zu nehmen und das Fleisch wird einem aufgetan und so. Und da gab es einen großen Krach, nämlich zwischen Goethe, also zwischen Hellberg. Und da tat er mir auch ein bisschen leid. Der Hellberg hat ja keine blauen Augen. Und er hatte sich so was einsetzen lassen, dass man diese blauen, also er hatte im was im Auge. Und er ist ein absoluter Theatermann. Der saß also stundenlang bereit in der Garderobe, dass es losgeht. War schon alt und hatte auch ein bisschen Textschwierigkeiten. Seine Frau saß dabei und so. Und dann saß der stundenlang da und dann hat es ihm gereicht irgendwie, weil er auch nicht wusste, wie es nun weitergeht. Gab es einen riesen Krach. Dann hängte sich Frau Lehmann, das war eigentlich die große Schauspielerin aus Weimar, die hängte sich dann auch noch mit rein. Jedenfalls der Drehtag war geplatzt. An dem Tag ging es nicht weiter. Ja, und dann ging es eben am nächsten Tag weiter und dann lief es also sehr stumm, ich muss es mal wirklich so sagen, aber es lief. Ja.